schön wieder bei euch zu sein. Nach diesem kleinen Blick in die Zukunft geht es jetzt in die Vergangenheit. Und zwar werden wir uns gleich mit historischen Romanen beschäftigen. Das ist eines der beliebtesten Genres in Deutschland tatsächlich. Und bislang war es immer so, dass es sich sehr viel ums Mittelalter gedreht hat. Doch seit kurzem kommt vor allem die Faszination für das letzte Jahrhundert zurück. Und da haben wir uns zwei ganz besondere, erfolgreiche Gäste eingeladen, nämlich Katharina Fuchs und Peter Prange. Ich freue mich, euch heute begrüßen zu dürfen. Ich würde sagen, wir setzen uns direkt hin und zeigen unseren Zuschauenden, was sie erwartet. Schön, dass ihr da seid. Möchtet ihr was trinken? Ja, dann schenke ich euch doch direkt was ein. Und eine Mandarine auch, sehr gerne. Ja, wie geht's euch denn? Ja, gut. Ja, ganz gut. Nachdem die Deutsche Bahn uns entlassen hat, sogar fast in time, nicht just in time, aber also fast in time. Ich möchte heute nicht über die Deutsche Bahn sprechen. Nee, es ist auch kein Grund für gute Laune meistens. Nein, heute gar nicht. Aber ich freue mich, dass ihr hergefunden habt. Das war schon für dich gedacht. Dankeschön. Genau. Wollt ihr unseren Zuschauern vielleicht erstmal so ein bisschen was über euch erzählen? Die meisten werden euch sicher kennen, aber es sind ja auch oft irgendwie Vertreter anderer Genre da. Ihr habt auch schon eure Bücher mitgebracht, habe ich gesehen. Traumpalast und Lebenssekunden. Vielleicht magst du gleich mal anfangen. Wie kamst du denn in diese ganze Welt des historischen Romans und was begeistert dich daran? In die Welt des historischen Romans, da kam ich erst sehr spät. Ich bin ja eigentlich Juristin und war lange Zeit Anwältin bei einem großen Unternehmen. Und dann habe ich gemerkt, als ich dann 3 Kinder hatte, dass es relativ schwierig ist, also die Arbeit in dem Unternehmen zu vereinbaren mit der Kindererziehung, als dann das erste Mal alle 3 Kinder gleichzeitig die Windpocken bekamen und ich dann ein Versäumnisurteil vor dem Arbeitsgericht Darmstadt kassiert habe. Da habe ich dann entschieden, Elternzeit ist auch eine sehr gute Sache und habe dann war dann zu Hause. Und habe dann aber wiederum gemerkt, mir fehlt unheimlich das Schreiben. Ich habe mich vorher immer in den Schriftsätzen ausgetobt und habe dann auch immer versucht, die ganz besonders dramaturgisch aufzubauen. Die Richter haben sich darüber auch teilweise gefreut. Manche fanden es wahrscheinlich eher ein bisschen übertrieben. Und dann war ich auf einmal Hausfrau und saß zu Hause und es hat mir unheimlich das Schreiben gefehlt und dann habe ich irgendwie angefangen, als ich dann, wenn die Kinder im Bett waren, das Playmobil eingeräumt, habe ich mich an die Tastatur gesetzt und eigentlich der Auslöser war, dass ich ein Tagebuch von meiner Großmutter bekommen habe aus ihrem Nachlass und das hat mich eigentlich dazu inspiriert, da habe ich immer wieder drin geblättert, dass ich überlegte, das ist eigentlich ein Leben, was man aufschreiben muss. Sie hatte ein riesengroßes Hofgut in Sachsen durch den Zweiten Weltkrieg geführt, zusammen nur mit ihrem gebrechlichen meinem Urgroßvater, ihrem Vater. Und aber dann wollte ich das auch noch verknüpfen mit dem Leben meiner anderen Großmutter und habe ziemlich lange überlegt und also es hat dann sehr lange gebraucht, bis ich dann wirklich dazu kam, dass es zu einem Roman wurde. Aber dann ist eben ein historischer Roman entstanden, der auf der Buchmesse als Buchprojekt 2017 unter den Verlagen versteigert wurde. Und da hat, glaube ich, auch niemand damit gerechnet, dass der dann, der war letztes Jahr dann der Tolino, der erfolgreichste Tolino-Titel. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Aber auch total schön, dass du dann aus so einer Situation, die ja eigentlich sehr unschön ist, eben mit dieser Kündigung quasi, sowas dann geschaffen hast. Ja, das war Elternzeit. Das war keine Kündigung. Ich bin ja dann auch wieder teilweise zurückgegangen. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, dann kam ja das nächste Buch und das nächste Buch. Dass mir das eigentlich mehr Spaß macht und dass man davon auch tatsächlich leben kann inzwischen. Und und bin jetzt eigentlich damit auch sehr froh. Ja, sehr schön. War das bei dir ähnlich? Kamen irgendwelche widrigen Umstände zu schreiben? Ja, widriger Umstand vielleicht, dass ich dann tatsächlich mich entschloss, das erste Buch zu schreiben. Aber ich habe sehr lange mich geweigert, Bücher zu schreiben. Ich habe während der Studienzeit und während meiner Promotionszeit
habe ich viele Bücher übersetzt, habe viel für Verlage gearbeitet und ein Lektor war immer der Meinung, ich sollte auch selbst mal Bücher schreiben und ich habe immer gesagt, ich habe der Welt nichts mitzuteilen und ich übersetze lieber gute Bücher, als dass ich schlechte schreibe. Und manche Kritiker sind heute noch der Meinung, wäre mal bei dem Ansatz geblieben, wäre das für uns alle besser. Aber es gab dann einen Augenblick, in dem ich tatsächlich dann wirklich in einer Minute zum Schriftsteller geworden bin und das war am 19. August 1989 um 21.45 Uhr. Das ist und zwar sehr detailliert. Deshalb so punktgenau, 21.45 Uhr Heute-Journal und am 19. August 1989 war das Heute-Journal machte auf mit den Bildern von den DDR-Bürgern, die in Ungarn durch den Zaun drängten. Mhm. Und in der Sekunde hatte ich die Vision von einem Roman, den ich gern gelesen hätte. Nämlich die Geschichte von einer Familie, die gegen Ende des Zweiten Weltkrieges irgendwo in Deutschland nochmal zusammenkommt zu einer Hochzeit. Und dann schlägt die Faust Gottes in Gestalt des Kriegsendes in diese Familie hinein, versprengt die Mitglieder der Familie über ganz Deutschland und die brauchen dann ein halbes Jahrhundert, um wieder zusammenzufinden. Mhm. Also die Geschichte des geteilten und wiedervereinten Deutschlands am Beispiel einer Familie, das war wirklich so eine Sekundeneingebung. Und das hat mich tatsächlich dann nicht mehr losgelassen und ich habe wirklich immer mit dem Hammer auf die Idee draufgehauen. Ich wollte ja keine Bücher schreiben, jetzt halt die Klappe, aber die Idee war stärker als ich und die hat sich immer wieder zu Wort gemeldet. Ich habe damals völlig andere Sachen gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich habe dann einmal auch so einen Persönlichkeitsratgeber geschrieben, 7 Wege zum Misserfolg. Man muss immer über das schreiben, worin man sich auskennt. Und da habe ich dann so steile Thesen vertreten, wie das Leben ist zu kurz, um es mit Geld verdienen zu verplempern. Und man soll nur das tun, was man mit heißem Herzen tut. Und dieses Buch war dann noch entsprechend unerfolgreich, aber es hat mich selbst therapiert, weil ich da ein fürchterlich schlechtes Gewissen bekam vor mir selbst. Weil ich gedacht habe, wenn ich mal in dem Alter bin, in dem ich jetzt bin und schaue auf mein Leben zurück, und werde merken, ich habe da gekniffen. Ich habe ja diese Idee, ne, die wirklich heiß in mir brannte. Und was habe ich gemacht? Ich habe mein Leben mit Geldverdienen verplempert. Und deshalb habe ich dann gesagt, nein, ich muss jetzt eine Auszeit nehmen und habe mir ein Jahr dann diese Auszeit genommen, habe das riskiert. Also ich habe da wirklich auch eine existenzielle, war das eine existenzielle Mutprobe, aber dieses eine Jahr habe ich gemacht, das war dann das Bernstein-Amulett. Mhm. Das ist dann nicht vom Staat, ja, vom Staat weg nicht. Nein, nicht. Okay. Das erst als die Regina Ziegler das entdeckt hat, die Filmproduzentin, und hat das dann als Weiteiler verfilmt für die ARD. Und es war dann so auf Nebenmärkten was wahnsinnig erfolgreich. Mhm. Also beispielsweise das meistverkaufte Buch bei Weltbild und solche Sachen. Aber im klassischen Buchmarkt ist das erstmal kein großer Erfolg gewesen. Und das ist dann so durch die Hintertür ein Erfolg geworden und ist jetzt ein Longseller mit über 1 Million verkaufter Exemplare. Auch dank der Verfilmung wurde es ja auch dann immer natürlich, wieder natürlich, die Verfilmung ist, ich glaube, 50 Mal inzwischen gelaufen in den letzten 15 Jahren. Und das hat mir sehr geholfen und das war dann sozusagen mein Einstieg dann in die Schriftstellerei. Ob das zum Wohle der Menschheit ist, weiß ich nicht. Zu meinem Wohl ist es. Es war die ökonomisch dümmste Entscheidung meines Lebens, weil man kann in anderen Berufen wirklich wesentlich besser verdienen, als Juristin sicherlich und als Unternehmensberater, der ich ein paar Jahre gewesen bin, ganz sicher. Also da verdient man das auf der linken Arschbacke, auf Deutsch gesagt. Ne? Und, aber das hat keinen Spaß gemacht. Ich habe keine Spur hinterlassen. Und weil ich aus einem kleinen Handwerksbetrieb komme, meine Eltern hatten ein Bettengeschäft, wollte ich immer am Ende des Tages irgendwas haben. Ne? Und als Berater hat man das nicht. Ne? Und so, und auch beim Übersetzen war das immer schön, wenn ich abends so meinen Stapel da hatte von 10, 12 Seiten, die ich übersetzt hatte, dann wusste ich, was mein Tagwerk war. Mhm. Ne? Aber so dieses abstrakte Beraten, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und dann habe ich dann diesen ersten Roman, das Bernstein-Amulett, geschrieben. Ja, und dann sind dann jetzt inzwischen so ungefähr 20 draus geworden. Das ist eine ganz schöne Menge. Also gut, dass dich die Idee nicht losgelassen hat. Du hast ja gerade gemeint, bei dir war es so eine Familiengeschichte. Hast du auch Dinge schon in deine Bücher einfließen lassen aus Familien? Also ja, Familiengeschichten sind ja beides, aber aus der persönlichen Familiengeschichte? Sehr, sehr stark sogar. Also in Unsere wunderbaren Jahre, mein vorvorletzter Roman, der ja auch dann von der ARD verfilmt worden ist, beziehungsweise das erste Drittel des Romans, wir bereiten jetzt die zweite Staffel vor. Das ist die Geschichte der Bundesrepublik vom ersten bis zum letzten Tag der D-Mark. Die ursprüngliche Idee hatte ich, als ich das erste Mal einkaufte mit dem Euro, ja, am 2. Januar 2002. Da stand ich an der Ladenkasse und dachte, diese Situation hat es ja schon mal gegeben, neues Geld 1948. Und da hatte ich dann die Idee, Mensch, das wäre doch toll, eine Geschichte zu schreiben, wie ein paar junge Menschen 1948 diese berühmten 40 Mark bekommen, mit denen die Bundesrepublik losging. Also es war ja der Gründungsmythos der Bundesrepublik. Und das durchzuerzählen bis zu dem Tag, wo ich da an der Ladenkasse stand, nämlich 2002.
Und so kann man sozusagen entlang des Geldes die ganze Geschichte der Bundesrepublik in Gestalt einer Geschichte von 6 Freunden erzählen. Und es war eine gute abstrakte Idee, aber ich hatte die Angst, dass ein schlechter abstrakter Roman draus wurde, weil ich überhaupt keine Idee hatte, wie ich das, mit welchen Figuren ich das verkörpern konnte und wo ich das verorten sollte. Und dann ist vor 8,5 Jahren meine Mutter gestorben und ich fand vollkommen wider Erwarten Liebesbriefe meiner Eltern in einem Pappkarton. Ich wusste überhaupt nicht, dass es diese Liebesbriefe gab. Und die habe ich dann nach reiflicher Selbstprüfung, ob das nicht pietätlos ist, habe ich die dann gelesen. Und dabei ist eine solche Flut von Erinnerungen in mir hochgekommen. Alles Geschichten von meinen Eltern und Großeltern und Onkels und Tanten. Und beispielsweise auch von meinem Vater, der als 17-Jähriger in den Krieg gekommen ist, mit 21 zurückgekommen ist und musste dann seine Geschwister versorgen. Und was hat er gemacht? Er hat ja nichts gelernt. Dann ist er über die Sauerländer Dörfer gezogen. Und hatte, obwohl er selbst nicht tanzen konnte, dem Bauernjungen das, was er sich unter Tanzen vorstellte, beigebracht und so für Fressalien gesorgt. Und das sind alles solche Dinge, sind eingeflossen dann in unsere wunderbaren Jahre. Und dann wusste ich ja, das muss in Altena spielen, in meiner Heimatstadt, mit ganz vielen Figuren aus meiner Verwandtschaft. Und unter anderem, meine Mutter spielt eine Rolle, eine Frau, die Christel heißt und die wurde dann auch, die sehr harmoniebedürftig war. Und die wurde dann ausgerechnet von Katja Riemann gespielt. Das war sehr lustig, weil Katja Riemann ist ja für vieles bekannt, beispielsweise für ihre Schauspielkunst, aber nicht unbedingt dafür, dass sie eine sehr harmoniesüchtige Frau ist. Und da wimmelt es also wirklich von Verwandten und Verwandten. Und der Clou der Sache war, erst als ich dann entschlossen habe, dass die Geschichte in Altena spielt, habe ich mich erinnert, dass in Altena tatsächlich die Rohlinge der D-Mark produziert worden sind. Dass also die Geschichte wirklich organisch aber dahin gehörte. Zufall. Das war ein Himmelzeichen. Das war Schicksal. Das war eine Schicksalsfügung. Und dann hatte ich eine solche Sicherheit, dass die Geschichte genau in dieses Provinznest Altena im Sauerland gehört, um von dort aus die ganze Geschichte der Bundesrepublik zu erzählen. Und dann habe ich geschrieben wie im Rausch. Ja, aber total schön. Ja. Und was dann ja beides verbindet, einmal die Briefe, die gefunden wurden. Und du hast ja gerade eben gemeint, das Tagebuch der Großmutter. Das war aber deine Geschichte Zwei Hand voll Leben. Das war Zwei Hand voll Leben. Und das war ja auch ein Tolino-Bestseller generell. Wenn man das Cover sieht, kennt man das Buch. Das war letztes Jahr der Tolino-Bestseller. Ja. Wie ging es dir damit? Er hat ja gerade schon so ein bisschen erzählt, wie das dann so war mit dem Bestseller und wie das auch so kam mit der Verfilmung und wie die ganze Lebensgeschichte der Bücher dann so weiterlief. Wie war das bei dir? Wie das weiterging mit den Büchern? Ja, so generell. Wie hat sich der Erfolg bei dir bemerkbar gemacht? Weil bei dir meintest du ja gerade, dass er ja gerade gesagt, Tolino Nummer 1, also ja, muss man ja nicht weiter kommentieren. Aber steht bei dir eine Verfilmung an oder ging da irgendwie? Nee, also eine Verfilmung steht deshalb nicht an, wahrscheinlich von dem, weil das ist ja im Grunde eine KDW-Geschichte. Ich habe gedacht, das wäre deine Geschichte. Nee, es ist nicht meine, sondern das war praktisch schon ein Vertrag abgeschlossen mit der Die UFA macht das. Mit der UFA, die macht jetzt einen großen Dreiteiler. Ja. Sowas und meine Agentin, die hat immer nur gesagt bekommen, ja, hätten wir das vorher gehabt. Oh, das ist aber es war dann halt schlechtes Timing und natürlich machen die dann sowas nicht nochmal, vielleicht dann irgendwie in 20 Jahren, mal schauen, wenn es dann noch Fernsehen gibt. Oder ich war jetzt überzeugt, das wäre deine Geschichte gewesen. Ist nicht meine, ich würde es gerne für mich in Anspruch nehmen, aber ist es nicht. Ja. Und Verfilmung ist also ist jetzt nicht auf dem Programm, aber es gab eben dann auch noch zwei andere Bücher. Und ich bin eben jetzt im Grunde im Hauptberuf Schriftstellerin geworden. Das ist der große Unterschied zu vorher. Und ich bin eigentlich damit auch ganz glücklich. Aber mit Juristen ist das ja eine alte Tradition. Viele Juristen, eben. Ja klar. Ja, also nicht nur Schlink in Deutschland. Eben. Ja? Also und euch mit den Fällen aus dem wirklichen Leben beschäftigt. Ja, und du musst auch, um Jura zu studieren, also die meisten wissen ja gar nicht, was Jura überhaupt ist, wenn man sich das aussucht, aber du musst unheimlich gerne lesen und unheimlich gerne schreiben. Ja. Sonst kannst du es echt lassen. Ja, das Ringen um den richtigen Begriff. Ja, ja. Also Flaubert hat gesagt, dass er mit dem Code Civil ins Bett gegangen ist. Ja. Das hat er abends nochmal so, um sozusagen seine Sprache zu schärfen. Das Mot Propre. Das Mot Propre, das war so eine fixe Idee von dem. Und das hat er am Code Civil geschult. Ja, aber ganz spannend. Und die Geschichten spielen ja jetzt beide im 20. Jahrhundert oder bei dir dann ja nochmal ein bisschen später mit der Gründung des Euros. Es zieht sich ja dann quasi. Aber habt ihr so eine liebste Epoche? Weil man halt sieht ja momentan, wenn man sich historische Romane ansieht, ganz stark so einen Schub in die, sage ich mal, jüngere Zeit. Die Zweiten Weltkriege werden häufig thematisiert. Wo verortet ihr eure Geschichten am liebsten oder habt ihr Epochen, die ihr euch noch vorstellen könntet? Also bei mir ist es immer gerade die Epoche, über die ich schreibe, in die tauche ich dann so tief ein,
dass ich eigentlich, das ist dann absolut mein Favorit in der Zeit. Also jetzt habe ich gerade fertig geschrieben ein Buch über die 70er, 80er Jahre, was in meiner Jugend spielt. Und da habe ich dann die Platten vom Dachboden geholt, den Torrens-Plattenspieler und halt wieder Doors und Beatles und Cat Stevens gehört. Und das ist da wie, dann ist irgendwie dieses Gefühl auch wieder da. Ich glaube, das ist ein Slogan von HR1 oder Das Gefühl ist wieder da. Das Gefühl ist wieder da, wenn man diese Musik hört. Mhm. Das, der stimmt aber. Mhm. Und dann, ich tauche dann so tief ein und es ist dann eigentlich in dem Moment, also in der Zeit, wo ich an dem Buch schreibe, sage ich, das ist jetzt das, was mich interessiert. Und meine Kinder, die, also sporadisch sind die noch zu Hause, die sind ja inzwischen erwachsen, aber wenn die dann gesehen haben, oh, jetzt guckt sie schon wieder nur irgendwelche Dokus über diese Zeit, das kann doch wohl nicht wahr sein. Eine Zeit lang war es halt Zweiter Weltkrieg, was ja auch, was viele dann gar nicht mehr verstehen können. Also die Jugendlichen, wie kann man sich das antun? Wie kann man sich das immer wieder anschauen? Oder bergeweise Sachbücher zu dem Thema. Also du recherchierst ja auch da ganz tief. Also das sieht man ja bei dir, bei deinen Büchern, dass du da ganz... wahrscheinlich auch schon viel Sachkenntnis hast, aber man muss natürlich in dem Moment auch nochmal sich, ich bin ja auch an die Orte gereist. Also das mache ich immer erst hinterher. Ja. Ach, das machst du hinterher? Ja, weil ich will gucken, ob sich die Realität nach meinen Vorgaben gehalten hat. Nee, wirklich. Das heißt, ich meine, ich habe ja zwei Stränge. Also ich habe einmal, sagen wir mal, war nie geplant gewesen, aber es hat sich so im Laufe der 20 Jahre, die ich jetzt schreibe, von alleine heraus gemändelt. Also ich habe einen Strang, das sind 1000 Jahre europäische Kulturgeschichte in 10 historischen Romanen, jedes Jahrhundert in einem epochalen geistigen Wendereignis, das bis heute auf uns nachwirkt. Zum Beispielsweise die Entstehung der Enzyklopädie im 18. Jahrhundert, habe ich in dem Roman die Philosophie beschrieben. Das war das Wikipedia-Projekt des 18. Jahrhunderts. Na, und so ist für jedes Jahrhundert ein epochales Ereignis, muss dann nur noch das 12. und das 14. Jahrhundert sind noch offen, da weiß ich aber die Themen schon lange. Dazu dann eben Deutschland im 20. Jahrhundert, da habe ich jetzt 4 Romane geschrieben, da steht noch einer aus und dann habe ich sozusagen das große Deutschland-Panorama im 20. Jahrhundert und dann kann ich beruhigt ins kühle Grab sinken. Dann habe ich das sozusagen das meine auf Erden getan. Heißt, du suchst dir im Grunde die Zeitspanne aus? Nein. Das hat sich einfach so ergeben. Das ist völlig gaga. Ich bin früher vom Verlag auch zum Teil dafür gerügt worden, auch vom Buchhändler, dass ich so ein Epochenspringer bin. Mhm. Dass ich immer so von einer Epoche zur anderen gesprungen bin und auch die Länder gewechselt habe. Also jetzt nicht irgendwie England 13. Jahrhundert und das rauf und runter, sondern Frankreich 18. Jahrhundert, London 19. Jahrhundert, Rom 17. Jahrhundert und so weiter. Und woran lag das? Das war eigentlich, weil da immer so ganz besondere Ereignisse gewesen sind, die ich versucht habe, mir historische Geschichte im Sinne einer Story als Geschichte selbst zu vermitteln. Also Sachen, auf die ich neugierig war, ne, so unter dem groben Schlagwort, wie wir wurden, was wir sind in Europa. Und aber gleichzeitig eben noch mit diesem Strang auch mit Deutschland dann im Zentrum, weil das ist meine eigene Ursuppe, aus der ich hervorgekrochen bin. Ich bin Jahrgang 55, also mitten im Jahrhundert geboren und dieses davor und danach und die Gleichzeitigkeiten dann auch in der Doppelstaatlichkeit, das sind alles immer Themen gewesen, die mich als Kind schon interessiert haben. Und meine schriftstellerische Grundausbildung habe ich sowieso im Bettengeschäft meiner Eltern erfahren, weil meine Eltern hatten eben ein kleines Bettengeschäft und bei den Auslieferungen war ich als Kind immer mit dabei. Und die Auslieferungen, die endeten immer im Schlafzimmer. Und im Schlafzimmer öffnen die Menschen sich in einer Weise, wie sie das sonst nicht, nein, nicht in der Weise, was du jetzt denkst. Das habe ich nie gesagt. Ja, du hast so gegrinst. Also es ist wie früher beim Zugfahren, wenn man in einem Abteil zusammensitzt, ne, 10 Kilometer ist man gefahren und dann man erzählt sich auf einmal die intimsten Sachen. Na, also mein Mann, der schläft ja gerne nackt. Aber ich bin eher so frierig, so 8, 9 Jahre, ne? Ja, aber ich bin dann so frierig und kuschel mich dann so dran. Und dann sagt er mir, geh mir weg mit deiner Eisbeine. Ne? Und der Opa, das sehen Sie an der Matratze, ne? Der hat es ja mit der Prostata. Ne? Und das hast du dann in deinen Romanen gearbeitet? Ja, nein, ich habe da Menschen kennengelernt. Seitdem weiß ich, wie Menschen ticken. Ne? Das habe ich von ungefähr 7, 8 gemacht, bis ich, hinterher habe ich die, seit ich einen Führerschein hatte, selbst gemacht, bis 20 ungefähr. Ich bin mal sitzen geblieben in der Schule und habe das also um
sagen wir mal, um Latein und Mathematik noch mehr zu vertiefen, habe ich das Wertvollste investiert, was ich besitze, nämlich Zeit, und habe gesagt, das mache ich noch mal ein Jahr. Und so habe ich auch die Auslieferung noch länger gemacht. Und so habe ich immer gelernt, wie Menschen ticken. Und das ist für mich, da bin ich sehr altmodisch, das ist das Einzige, was mich eigentlich interessiert, wie Menschen ticken. Und wie Menschen ticken wird spannend, wenn sie sozusagen von den äußeren Gegebenheiten gefordert sind. Und deshalb eben epochale Ereignisse, in denen auch wirklich was passiert und nicht hier so ein laues, warmes Wasser um uns herum plätschert, wo es unglaublich einfach ist, ein guter Mensch zu sein, wie wir das meine Generation im Wesentlichen erlebt haben, sondern in Zeiten wie beispielsweise in der Nazi-Zeit, in meinem Roman Eine Familie in Deutschland, habe ich die ganze Nazi-Zeit versucht, von A bis Z zu erzählen, mit einer Familie im Zentrum. Weil da zeigt sich, aus welchem Holz man geschnitzt ist. Und das hat mich immer fasziniert. Und auch schon eben in diesen Erzählungen aus der Nachbarschaft, die mein Vater mir erzählt, die mein Großvater erzählt hatte, ne, was, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Beispielsweise, wie man einen Hund zum Antisemiten abrichten kann. Mhm. Ne, hat er mir erzählt, das habe ich in unsere wunderbaren Jahre dann aufgegriffen, ein Nachbarshund, dem warf man ein Stück Fleisch vor und dann hat er sich draufgestürzt nach Hundeart. Und wenn man sagt, der ist vom Jud, hat er eine Vollbremsung gemacht. Na, also das heißt, man kann einen Hund zum Antisemiten erziehen. Mhm. Und das habe ich dann in unsere wunderbaren Jahre dafür gebraucht. Da habe ich das denn zum Hund des Bürgermeisters gemacht. Und der wird so enttarnt als Nazi vor den Besatzungsbehörden. Also so. Also es geht immer um die Person, das ist ja bei dir genauso. Ja, es geht immer um die Person, ja, im Zentrum. Wobei, was du da sagst mit diesen Anekdoten, also ich habe immer früher so den Eindruck gehabt, da haben unsere Eltern ja nicht so gerne so wirklich viel darüber erzählt, sondern die hatten sich, also bei mir war das so, die hatten sich so wirklich so Anekdoten zurechtgelegt. Das habe ich aber, ist mir aber auch erst später klar geworden. Dass, also mein Vater hat zum Beispiel immer erzählt, die Geschichte, wie ihn der SS-Sturmbannführer mitgenommen hat in seinem schönen offenen Horch, weil der Sohn war mit ihm in der Klasse und er war aber gar nicht in der Hitlerjugend. Und dann hat er ihn immer gefragt, und wann kommst du zu uns, du musst doch jetzt mal eintreten. Und er hätte immer gesagt, nö, ich reite ja und ich mache ja dies und ich muss auf dem Hof helfen und so. Und behauptet, er hätte sich da halt immer drum gedrückt. Mhm. Natürlich war er irgendwann in der HJ, weil sie alle drin waren. Ja. Aber es kam auch dann erst später so in den Gesprächen, eigentlich dann, als ich das Buch geschrieben habe, da hatte ich zum Glück auch noch meine beiden Eltern, 25 und 29 geboren, als ich Zwei Handvoll Leben geschrieben habe. Und da habe ich dann wirklich mit ihnen noch mal über vieles sprechen können, was sie früher nicht so sagen wollten. Mhm. Also das kam dann eigentlich, da habe ich dann gemerkt, naja, eigentlich wollen sie doch darüber reden, aber es war viele Jahre wohl so traumatisch auch, also das war ja diese Generation, die 25, so dein Vater dann wahrscheinlich, 25, dann war der wahrscheinlich, ja, auch mit, ja, 18 im Krieg oder so, ne? Der war auch im Krieg, ja, ja, der hat zwar, ja, relativ gut getroffen, ja, erzählt immer, er hat auf Sylt gelegen und hat sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, irgendwie hat das gedeichselt, dass er da Glück gelandet gehabt, ja, ist, hat er Glück gehabt, ja, ja. Aber also das war aber auch so wichtig, dass ich sie noch hatte, um dann das Buch, ja, zu schreiben, weil sie eben, irgendwann kam dann raus, meine Mutter hat immer gesagt, ja, der Opa, der musste ja in der Partei sein, weil der war ja beim Arbeitsamt und Beamten, die mussten in die NSDAP eintreten. Und er war aber dann halt sogar auch noch Blockwart hier in Neukölln. Das muss dann nicht unbedingt. Ja, das muss dann eigentlich nicht, nein, unbedingt, nein, sein. Und das wollte sie auch früher eigentlich, ja, nicht so sagen. Aber dann wurde es dann halt, dann, ja, hat sie es halt mal erzählt. Aber, ja, sehr spannend, ja, auch, dass dann die Recherche, ja, bei dir zum Beispiel noch mit Zeitzeugenarbeit funktioniert, ja, hat. Aber wie funktioniert denn so eine Recherche für einen historischen Roman? Weil ich stelle mir das unfassbar umfangreich vor. Das muss ja ein Wahnsinn sein. Ein bisschen Allgemeinbildung und einmal sitzen bleiben. Das reicht schon. Okay. Nee, aber es klang ja auch bei dir nach wahnsinnig viel Recherche. Und dann findest du noch währenddessen raus, dass es sogar in deinem Heimatort quasi noch relevant war für dein Buch. Ja, ja. Nein, aber noch eben zu diesen Anekdoten. Klar, gibt es da viele Anekdoten, aber meine Eltern waren da wirklich erstaunlich offen. Sie haben auch Sachen erzählt, wo sie überhaupt kein gutes Bild abgegeben haben. Da bin ich ihnen sehr, sehr dankbar dafür. Da bin ich sehr dankbar. Ja, beispielsweise, meine Mutter kam von einem Bauernhof auch, aber ein kleiner Bauernhof. Und ganz klassisch, die Eltern hatten jüdische Freunde als Viehhändler. Also die ganz klassische Konstellation, Bauernhof.
Bauer und Viehhändler. Und die kamen auch in den 30er Jahren immer noch sonntags zu Besuch. Und wenn die dann da waren, dann hat meine Mutter als 6-7-jähriges Mädchen, also die waren etwas früher eingeschult, und hat die dann die Türklinke mit dem Ellbogen nur runtergemacht, weil die Infiltration in der Schule schon stärker war als das gelebte Beispiel der Großeltern, der eigenen Eltern, die ja die jüdischen Freunde nach wie vor eingeladen haben. Na, und solche Sachen, da wurde bei uns, also ich weiß, das ist eine Ausnahme, da wurde aber sehr offen drüber geredet. Na, und das, ich erkläre es mir ein bisschen auch damit, weil es war ja eine Opfergeneration. Mein Vater, der hat sich einfach um seine Jugend beraubt gesehen. Der war nicht auf Sylt, sondern der war in Rumänien. Und der hat mal erzählt, da war er mit 18 Jahren. Es hat mich wirklich unglaublich angerührt. Da war er in dem Schützengraben und hatte ein Trommelfeuer. Und dann hat er gesagt, lieber Gott, wenn ich aus der Scheiße rauskomme, habe ich nur noch einen Wunsch. Ich möchte ein gottverdammter kleiner Spießer werden. Und das finde ich so... Und da habe ich eigentlich durch die 50er Jahre verstanden, wo wir jetzt so drüber lächeln. Ja. Dieses Restaurative, dieses Piefige, ne, dieses Friedliche, Idyllische, ne, und zum Teil auch verlogen. Aber verdammt nochmal, diese Generation wollte einfach ihre Ruhe haben. Und die wollte Ruhe haben und zufrieden sein und arbeiten. Und das war alles. Und dann waren sie schon glücklich. Ja, leider haben sie dann halt auch die Frauenrolle wieder so umgekehrt, wo dann halt so noch im Zweiten Weltkrieg durften die Frauen alles übernehmen, als die Männer an der Front waren, und dann in den 50er Jahren zurück an den Herd, aber dann auch so extrem, also dass es dann sogar ja gesetzlich geregelt war, dass sie ihren Mann fragen müssen, wenn sie verheiratet sind, wenn sie einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Oder ein Girokonto. Ja. Das ist aber auch mit ein Grund, weshalb jetzt so wahnsinnig viele Romane entstehen aus dieser Zeit. Und da komischerweise, ich muss jetzt zugeben, in meinen auch, sind die Frauen da alle emanzipiert und wehren sich gegen diese Rolle. Aber ich glaube, es kommt auch wirklich daher, weil das so extrem war mit dieser Rollenverteilung, die so Kommando zurück, und viele haben sich ja auch da reingefügt, ja. Aber das ist schon auffällig, finde ich. Ja, aber ich glaube, es ist auch fast schon wichtig, solche Charaktere zu schreiben. Wenn ich als Leserin jetzt dein Buch lese und da wäre eine Frau, die sich die ganze Zeit nur in die Rolle fügt, das ist aus heutiger Sicht, wenn man das nicht lesen. Mit... Das ist auch nee, langweilig. Ja, und das, ich glaube, das ist auch nicht mehr so nachvollziehbar, weil meine Generation das ja zum Beispiel zum Glück gar nicht so erlebt hat. Wobei jetzt, also wer zu Hause bleibt und Kinder erzieht. Auf freiwilliger Basis, absolut. Ja. Ja, wobei mir das ein bisschen so jetzt als Trend auf den Wecker geht, mit diesen ganzen starken Frauen. Also ich darf das sagen, weil ich im Zeichen der Jungfrau geboren bin, ne, habe ich also sehr viele weibliche Anteile in mir. Aber was mir an meiner Rahel im Traumpalast eigentlich gefällt, da sagt mir auch jeder, oh, das ist eine tolle, starke Frau. Nee, ist sie eben nicht, sondern sie versucht stark zu sein und kriegt aber immer Angst vor der eigenen Courage. Mhm. Und deshalb ist sie gleichzeitig eine Frau, die ständig mit Gottesurteilen arbeitet. Wenn sie nicht so recht so weiß, dann macht sie es wie kleine Kinder. Wenn ich mit dem linken Fuß da ankomme, dann mache ich so rum. Wenn ich mit dem rechten ankomme, dahin. Ne, ja. Oder so. Also immer diese Gottesurteile, wenn man sich überfordert fühlt. Und das finde ich auch viel lebensechter. Ich meine, ob jetzt Frau oder Mann. Ne, ich glaube, so weit sind wir heutzutage auch, dass das eigentlich nicht mehr die entscheidende Rolle ist. Es gibt Schisser weiblichen und männlichen Geschlechts und es gibt starke Menschen weiblichen und männlichen Geschlechts. Ne, aber interessant sind doch eigentlich die Figuren, die immer damit sich kämpfen müssen, die eigentlich mehr möchten, als sie wirklich sich zutrauen. Und in diesem Spannung sind man, jeder hat seine Wünsche, Träume, Sehnsüchte, aber gleichzeitig auch Ängste, Befürchtungen, Erkenntnis seiner Begrenzungen und sowas. Und daran wächst man ja in diesem Spannungsverhältnis. Und da werden ja auch Romanfiguren nur spannend, wenn sie das sind. Und deshalb so, ich meine, da sind auch viele Lektorinnen und Lektoren dran schuld, na, die dann immer sagen, ja, wir müssen aber hier für unsere Leserinnen, weil 80% der Romanleser sind Leserinnen und die wollen starke Frauen haben. Na, dann habe ich ein schönes Beispiel von einem Roman. Die Principessa musste das heißen, das ist ein Roman, der spielt in Rom des 17. Jahrhunderts, erzählt die Geschichte von Bernini und Borromini, die Entstehung des barocken Rom, und das wird dann ins Italienische übersetzt und dann, also die deutsche Ausgabe, die Principessa, vorne drauf ein Frauenkopf. Die italienische Ausgabe bei Mondadori, also ein sehr guter Verlag, vorne drauf von Bernini. Und das Ganze hieß La Congiura di Bernini, also die Verschwörung des Bernini. Und da habe ich dann die Lektorin gefragt, ja, wie ist denn das? Sind da nicht auch die meisten Romanleser, Leserinnen,
Ja, aber warum dann nicht diese Identifikationsfiguren? Da haben gesagt, die von italienischen Frauen, die interessieren sich halt mehr für Männer. Das leuchtet mir dann auch ein, weil ich werde auch oft gefragt, ja, warum Frauen bei mir im Zentrum stehen. Dann sage ich, ja, ich interessiere mich mehr für Frauen. Ist einfach so. Ne? Mhm. Aber es hat vielleicht auch noch was damit zu tun, dass Frauen ich fange es mal umgekehrt an, um mir nicht die Finger zu verbrennen, dass Männer, wenn Männer so sind, wie Männer gerne sein würden, nämlich zielstrebig, konsequent, diszipliniert. Wenn sie alles das sind, sind sie als Romanfiguren absolut unbrauchbar. Nein, die Charaktere müssen immer irgendwie Brüche haben. Ja. Und die müssen ja menschlich sein. Ja. Ja, du kannst ja nicht irgendwelche Figuren nehmen, die jetzt vollkommen glatt und ohne Ecken und Kanten sind. Und wie du sagst, ja, die starken Frauen, Die haben natürlich auch nicht durchweg dann diese Power. Das ist, ich glaube, das will keiner lesen, wenn du das schreibst. Aber das ist wirklich inflatorisch. Ja. Inflationär heißt das Wort. Inflationär. Die Frauen in deinem neuen Roman, würdest du die als stark bezeichnen? Eigentlich ja schon. Du schreibst ja über eine Fotografin. Und ja, aber ich habe auch dieses Wort, diese Bezeichnung kann ich eigentlich auch nicht mehr hören. Okay. Obwohl die wahrscheinlich auch im Zweifel wieder hier auf dem Klappentext. Nein, hier steht zwei Frauen, zwei Leben, eine Fotografie. Nein, da haben wir Glück gehabt. Also nicht zwei starke Frauen. Ja. Wir werden uns ja trotzdem gleich noch einen Leseausschnitt auch von euch beiden anhören, dann können wir ja auch nochmal beurteilen. Aber Stärke zeigt sich ja auch nicht nur durch solche Charaktereigenschaften, sondern wie du auch meintest, Schwäche zuzugeben kann ja auch Stärke sein. Genau. Es muss ja nicht immer irgendwie so kämpferisch in Natur sein. Da auch wieder ein Spruch von meinem Vater, lieber 5 Minuten feiger als ein Leben lang tot. Ja, das hat er sich im Krieg. Ne? Und das habe ich auch einmal gehabt in einer Situation, wo ich wirklich die Hosen so gestrichen voll hatte. Ich habe Höhenangst und ich sollte einen kleinen Rundflug machen in so einer kleinen Kiste, so einer kleinen Blechkiste, Zweisitzer. Und ich sitze da drin und habe gedacht, das ist ja wie wenn ich in einem R4 sitze und der fliegt gleich. Und da habe ich gesagt, nein, danke. Und da habe ich mich erinnert an meinen Vater, lieber 5 Minuten feige als ein Leben lang tot. Ich wäre zwar nicht abgestürzt, aber ich hätte einen Herzinfarkt gekriegt. Aber du bist noch hier, das freut mich sehr. Ja, ich bin auch mit der Bundesbahn gekommen. Das ist manchmal ein bisschen langsamer, aber das ist dann in der Ebene, wo Menschen sich auch aufhalten. Ich hatte letztens so einen Flug, es wackelt auch sehr, wenn man in der Luft ist. Also vielleicht ganz gut, dass du das mit der Höhenangst nicht gemacht hast. Diese Propellermaschinen sehen sehr gefährlich aus. Ja, aber da wir noch ein bisschen lesen wollen, würde ich sagen, starten wir vielleicht gleich mit dir und gehen danach zu dir über. Ich würde nur noch ganz, ganz kurz alle Zuschauer und unsere Gewinnspielfrage formulieren. Denn natürlich gibt es auch heute wieder bei euch beiden ein kleines Gewinnspiel. Und zu gewinnen gibt es die Storyboxen, die wir schon den ganzen Tag verlosen. Und die Frage könnt ihr theoretisch schon beantworten, wenn ihr eben den beiden gut zugehört habt. Und zwar lautet sie, welche unserer beiden Gäste wurde durch das Tagebuch der eigenen Großmutter zum Schreiben inspiriert? Wenn ihr aufgepasst habt, könnt ihr das in den Chat beantworten. Du, nicht so einfach. Ist nicht so einfach. Du nicht so einfach. Kennst die Antwort nicht. Ist auch schwierig. Ich muss noch mal nachgucken. Das ist okay. Vielleicht kommen wir im Laufe des Gesprächs auch noch mal drauf. Aber auf jeden Fall darfst du uns jetzt ein bisschen was zu deinem wunderschönen Buch erzählen. Und erzählen? Vielleicht noch so eine kurze Einleitung. Wir haben ja schon gesagt, es geht um eine Fotografin. Ja. Das spielt in der DDR, meines Wissens. Also das spielt in Westdeutschland und in der DDR in den 50er Jahren. Da sind wir wieder bei den starken Frauen. Also inspiriert hat mich zu diesem Buch eine Pressefotografin, die du kennst sie mit Sicherheit, Barbara Klemm. Mhm. Du bist bestimmt auch FAZ-Leser. Also ich lese die FAZ relativ häufig. Da ist fast jede Woche noch ein Foto von ihr drin. Sie hat im Grunde das gemacht, was wir versuchen mit unseren Romanen zu machen. Sie hat eine Chronik der jüngeren deutschen Geschichte geschaffen als Pressefotografin. Also das sind teilweise ikonische Fotos von den Bildern der Einheit. Und sie hatte halt auch so das ganz besondere Gespür dafür. Sie stand dann auf einem ganz bestimmten Platz und das waren dann eben Bilder, die hatte sonst keiner. Und ich fand sie schon immer irgendwie faszinierend. Und dann habe ich sie auch noch getroffen persönlich bei einer Auktion ihrer großformatigen Bilder der Einheit in Frankfurt. Und da hat sie mir eigentlich, sie konnte zu jedem der Fotos so eine kleine Geschichte erzählen, also zum Beispiel durch welche verbotene Tür sie gegangen ist und über welche Absperrung sie klettern musste, um dann plötzlich ganz alleine Willy Brandt gegenüberzustehen als Einzige. Und dann hatte sie eben das super Foto. Aber sie sagt auch, es waren auch super anstrengende Jahre.
Sie ist jetzt, wird dieses Jahr 81. Und also sie hat mich inspiriert. Das ist jetzt nicht ihre Biografie. Ich konnte sie auch schlecht fragen, darf ich einen Roman über sie schreiben? Das will ja keiner. Also, ja, und vor allem bist du dann als Autorin total gebunden. Dann bist du total gebunden. Und also Roman ist schwierig. Natürlich hätte man ein Sachbuch schreiben können. Also sie war und so. Und dann hing in dieser Auktion auch noch ein Foto von einer Turnerin in so einer maroden Halle. Da hing die ganz oben unter der Decke an den Ringen und es war eigentlich noch ein Kind. Und also das sah, das war so, hatte so viel, ja, das hat einem diese ganze Tragödie, dieses Leistungssports in der DDR, das hat eigentlich dieses Bild alleine schon ausgedrückt. Und dann habe ich angefangen, habe ich so gedacht, das könnte was sein, die zwei zu verflechten. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren und habe dann einen Spiegelartikel gefunden über eine Leistungsturnerin, Christiane Fröhlich hieß die. Der Spiegelartikel hatte den Titel Feuer unter den Waden. Also da wurden eben diese Methoden beschrieben, wenn die Beine nicht mehr hochhalten konnten, dann hat der Trainer ein Feuerzeug drunter gehalten. Im Reitsport nennt man das Barren. Ja, ich hoffe, das gibt es nicht mehr. Ja. Und ja, also dann irgendwann dachte ich, du musst diese beiden Personen nehmen und die musst du verflechten. Und dann natürlich kam letztlich, also der große Schicksalstag ist dann der Mauerbau im August 1961, wo sie sich dann, ich will es ja jetzt nicht spoilern, also letztlich für beide ist das dann ausschlaggebend, dieser eine Tag. Der 13. August war es, glaube ich. Sonntag. Ja. Und ich würde jetzt eine Stelle lesen. Mhm. Das ist über die Christiane, über die Christine. In meinem Buch heißt sie Christine, die Leistungsturnerin. Und zwar hat sie sie ist noch nicht im Sportinternat, sondern sie wohnt noch in der Bernauer Straße, direkt an der Grenze zwischen zwei Sektoren. Das ist im Jahr jetzt 1958 und sie bekommt aus dem Westpaket ihrer Oma einen Rock geschenkt zum Geburtstag, 16. Geburtstag, und zieht den ganz kurz bevor ihr Vater sie ausnahmsweise mit dem Moped in die Schule fährt, zieht sie diesen Rock an. Er machte große Augen und lächelte ihr dann verschwörerisch zu. Na, wenn das mal keinen Ärger gibt. Der Fahrtwind fuhr ihr unter den Rock, die nackten Beine entlang und streichelte ihre Haut. Sie hielt das Gesicht in die Morgensonne, als sie die Bernauer Straße entlang fuhren. Mama Leise schloss gerade ihren Friseurladen auf und winkte ihnen zu. Als sie über den Zonenübergang kamen, legte er zwei Finger an die Stirn und grüßte die Grenzer, die heute am Kontrollpunkt Dienst taten. Man kannte sich. Schließlich kam man hier mindestens zweimal am Tag durch. Einer der Beamten nickte ihnen zu und deutete auf Christines Rock und hielt den Daumen in die Höhe. Christine winkte ihm lachend. Wenn du aus Leipzig zurückkommst, gehen wir zwei beide mal zusammen über den Kuhdamm, rief Dietmar und drehte dabei den Kopf zur Seite, damit sie ihn hören konnte. Jetzt waren sie im sowjetischen Sektor. Dietmar musste einige Schlaglöcher umfahren. Darfst dir was aussuchen, vielleicht ein passendes Oberteil zu dem Rock. Hast ja noch gar kein Geschenk von mir bekommen. Um 8.30 Uhr stand Christine pünktlich mit durchgedrücktem Rückgrat neben den anderen Schülern ihres Jahrgangs beim wöchentlichen Fahnenappell. Pioniere und FDJ-Mitglieder, Augen geradeaus, kommandierte die harte weibliche Stimme. Linksum stillgestanden. Ein kräftiges, hochgewachsenes Mädchen mit langen Zöpfen, das drei Plätze weiter rechts neben ihr stand, reckte den Kopf ein Stück nach vorne, wandte ihr das Gesicht zu. Dann stieß sie ihre Nachbarin an, deutete auf Christines Beine und tuschelte etwas. Diese stieß die nächste an und die wiederum die übernächste. So ging es weiter, bis die Direktorin auf die Bewegung und Unruhe in der dritten Reihe aufmerksam wurde und mit durchdringender Stimme fragte, was ist da los? Das Mädchen mit den Zöpfen antwortete ohne zu zögern, laut und deutlich. Als Gruppenvorsitzende melde ich gehorsamst, Margold trägt einen Tellerrock mit Petticoat.
Margold, vortreten, befahl die Direktorin, und Christine tat, was sie sagte. Als einige Schüler kicherten, wurden sie von der strengen Direktorin zur Ordnung gerufen. Dann kam sie von ihrem Holzpodium herunter, bückte sich ein wenig und inspizierte genau den aufgebauschten Rock aus festem Popelin, unter dem der Petticoat hervorblitzte. So, so, Margold. Oben Osten, unten Westen. Das ist nichts anderes als eine Provokation. Sie baute sich vor Christine auf und stand so dicht vor ihr, dass diese jedes einzelne der kleinen dunklen Härchen ihres Damenbarts unter der scharfen, dünnen Nase zählen konnte. Verlassen Sie auf der Stelle die Formation und verfolgen Sie den Appell dort hinten von der Mauer aus der Distanz. Wegtreten. Christine gehorchte und sah aus dem Augenwinkel, wie ihr das große Mädchen mit den Zöpfen einen Blick voller Häme zuwarf. Als der Fahnenappell beendet war, wurde sie zur Direktorin gerufen. Sie wünschte sich an einen anderen Ort, während sie ihr in dem nüchternen neuen Büro gegenüber saß. Ihr fielen die 4 Buntstifte auf, die exakt im rechten Winkel zu der lindgrünen Schreibtischauflage aus PVC angeordnet waren. Wo sie diesen Rock her habe, fragte die Direktorin. Christine blickte ihr in die kalten Augen, erinnerte sich, dass sie sie nicht direkt ansehen sollte, und senkte die Lider. Aus dem Westpaket meiner Oma zu meinem Geburtstag. Der Satz formte sich in ihrer Kehle, doch kurz bevor er ihren Mund verließ, fragte sie sich, ob es sinnvoll war, Frau Link die Wahrheit zu sagen, und sie entschied sich, besser zu schweigen. Ihr sei aufgefallen, dass sie, Margold, schon häufiger in solchen Situationen geraten und mehrmals unangenehm aufgefallen sei. Sie blätterte in einer Akte, die von einem ockerfarbenen Pappdeckel gehalten wurde. Christine schwieg. Es wurde Westpropaganda in Form von journalistischen Erzeugnissen bei dir gefunden, ein Blatt mit düsteren Zeichnungen von fehlenden Gliedmaßen im Schulheft, Südfrüchte, eine schwarz gefärbte Strähne im Haar, aber dann seit einigen Monaten nichts. Man hätte glauben können, du seist geläutert. Frau Link sah sie an und schien zu überlegen. Nach einer Weile sagte sie leise, zu meinen Aufgaben gehört es, schädliche Einflüsse des Westens auf die Jugend zu bekämpfen. Das war eine sehr, sehr gute Stelle, um diese Strenge schon zu zeigen, die da irgendwie durch Frau Link gezeigt wird. Ich bin ganz froh, dass meine Schulzeit nicht so aussah. Aber auch das mit dem Feuerzeug war mir zum Beispiel gar nicht bewusst. Wir waren in Hohenschönhausen, da wurde einem auch schon sehr, sehr viel so über die DDR-Zeit erzählt, aber... Sehr, sehr spannend, dass man da selbst so an Kleidungsstücken schon... Ja, wart ihr da in dem Untersuchungsgefängnis? Oder? Genau, das hat ja dann eher jetzt nicht mit Schulzeit zu tun, aber er hat so sehr viel auch davon erzählt und es war super spannend. Ja, ich bin auch historisch nicht so bewandert wie ihr beide, logischerweise, aber das ist dann immer, ja, diese Einblicke sind sehr schockierend und ich bin sehr dankbar, dass ich in der heutigen Zeit... Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist es ja. Das war jetzt mit den Zeitzeugen, ihr habt ja beide erzählt, ihr kennt jetzt ja sogar noch Menschen, die sogar im Zweiten Weltkrieg mitkämpfen würden und mussten. Ich kenne auch Menschen aus dem Ersten Weltkrieg, mein Großvater. Noch, ja. Der war 28, als er in den Ersten Weltkrieg reinging. Ja, wann ist er geboren? 86. Ja, okay. Großvater, nicht Vater, Großvater. Und der ist 95 Jahre alt geworden, der saß bei uns am Tisch. Er lebt nicht mehr. Nein, jetzt nicht mehr. In mir lebt er noch fort. Ja, nein, aber die haben wir hier beim Traumpalast gebraucht, weil die Sprache ist mir dadurch präsent. Ja, und beim Traumpalast war direkt eigentlich eine super Überleitung, falls ich das direkt klauen darf. Eben wurde schon mal kurz die UFA angesprochen. Ja. Für alle, die es nicht wissen, das ist so eine sehr traditionsreiche Filmfirma in Deutschland. Die größte in Deutschland. Die größte, genau, und auch super erfolgreich. Und die haben einen Trailer gemacht zu der Traumpalast. Und den würden wir uns ganz kurz ansehen, bevor es mit deiner Lesung losgeht. Thank you.
das sah jetzt schon sehr nach 20ern aus, so von der Kleidung her. Ist das richtig? Ja. Ich weiß doch noch ein bisschen was. Wahrscheinlich alles von Great Gatsby, aber drüber hin. Magst du uns so ein bisschen was zu deinem Buch erzählen? Warum die 20er? Das ist jetzt genau 100 Jahre wahrscheinlich. Ja, hier. Also sagen wir mal, ein bisschen holzschnittartig. Bei einer Familie in Deutschland habe ich die Geschichte der Nazizeit erzählt. Und dabei ist natürlich immer die Frage für mich da gewesen, wie kann es sein, dass eine Kulturnation wie Deutschland mit Menschen, die Kant und Goethe und Schiller im geistigen Gepäck haben, wie konnten die einer Barbarei wie Hitler verfallen, wie dem Nazitum verfallen? Und Erich Kästner hat mal gesagt, Hitler konnte man nicht 1933 aufhalten, sondern das hätte in den 20er Jahren geschehen müssen. Und so habe ich mich eigentlich so aus historischem Interesse immer mit den 20er Jahren beschäftigt, hatte aber überhaupt keine Idee für eine Geschichte. Und dann fiel mir plötzlich ein, dass in meinem ersten Roman das Bernstein-Amulett, der geht los mit einer Hochzeitsgesellschaft. Und diese Hochzeitsgesellschaft, da sitzen dann auch die Eltern des Bräutigams. Und sie ist eine ehemalige Ufa-Schauspielerin. Und die aber da im Rollstuhl sitzt bei der Hochzeitsfeier ihres Sohnes. Und an ihrer Seite ein gebrochener Mann, der früher ein Lebemann war, von dieser Zeit als Lebemann zeugt noch die Nelke in seinem Knopfloch, die aber so falsch ist wie das Gebiss in seinem Mund. So steht es im Bernstein-Amulett. Und der war früher Finanzdirektor der UFA. Und so bin ich dann auf die UFA gekommen. Schon wieder so ein Schicksalsschlag. Ja, das sind dann sozusagen aus meinem Buch selbst heraus, also Figuren aus meinem Buch, haben mir da auf die Sprünge. Und dann habe ich gedacht, da möchte ich eigentlich wissen, wie haben die sich kennengelernt. Die spielen da nur eine ganz kleine Rolle im Bernstein-Amulett. Wir sind in der Verfilmung charmanterweise von Nadja Giller und Walter Tiller, umgekehrt, Nadja Tiller und Walter Giller gespielt worden. Und da wollte ich wissen, wie sind die zusammengekommen und was hat es damit auf sich gehabt? Und so bin ich auf die UFA gekommen und habe gesehen, dass die UFA ein unglaublicher Spiegel der 20er Jahre ist. Und so ist der Traumpalast, sind im Grunde drei Romane in einem. Nämlich erstens die alles andere als konventionelle Liebesgeschichte von Konstantin, genannt Tino, und Rahel. Zweitens die Geschichte der 20er Jahre in ihrer ganzen politischen, gesellschaftlichen, künstlerischen, libidinösen Widersprüchlichkeit. Und drittens die Geschichte der UFA, der ersten Traumfabrik Deutschlands, die deutsche Antwort auf Hollywood, ne, und die Entstehung des Films. Und das ist auch eine Besonderheit. Der Film ist ja die einzige Kunstgattung, deren Entstehen wir von Anfang an verfolgen können. Alle anderen Kunstgattungen verlieren sich ja im Dunkel der Zeit. Vor vielen tausend Jahren, Literatur, Musik, so weiter. Vor vielen tausend Jahren, wir wissen gar nicht genau, wo die Anfänge sind. Aber beim Film wissen wir das. Die Anfänge sind Kirmesvergnügen für einen Groschen. Man auf der Bühne kriegt eine Torte ins Gesicht, man lacht 30 Sekunden, fertig. Und 10 Jahre später gibt es so riesige Filme wie Dr. Caligari, Dr. Mabuse, die Nibelungen, die Metropolis, also wirklich Ikonen der Filmgeschichte. Und das erzähle ich in diesem Roman. Und du hast von der Frau angefangen, ich erzähle dann ein bisschen was vom Mann. Und so geht dann. Aber vom Umfang her sind es auch drei Romane in einem, oder? Nein, das ist der erste Band, das sind zwei. Also das sieht aber so aus, das tatsächlich. Das geht bis. Sind das? Und das wie sind dünn 800 Seiten. Das sind 800 Seiten. Und erzählt von 1917, von der Gründung der UFA bis 1925. Und der zweite Band, an dem ich jetzt arbeite, der geht dann bis 1933. Und ich fange da an, wo die Geschichte anfängt. Alles klar. Ach, was war das Leben doch für eine großartige Erfindung. Bester Laune verließ Konstantin Reichenbach, 33 Jahre jung und von Freunden wie Verwandten nur Tino genannt, seine 7-Zimmer-Junggesellenwohnung am Gendarmenmarkt und trat hinaus auf die Straße, wo ihn heller Sonnenschein empfing. Mit dem Elfenbeingriff seines Spazierstocks rückte er seinen Strohhut in die Stirn und nachdem er die champagnerhafte Frühsommerluft mehrere Male in seine Lungen hatte strömen lassen, tauchte er in das Gewusel der hin und her eilenden Menschen ein, um eins zu werden mit den pulsierenden Wogen im Herzen Berlins, wo an diesem herrlichen Maienmorgen im Jahre 1917 von dem in Europa wütenden Krieg nicht das Geringste zu spüren war. Das neueste Operettencouplet vor sich hin pfeifend, ganz ohne Weiber geht die Chose nicht, zwinkerte er einem hübschen Dienstmädchen zu und kläffte aus lauter Übermut eine Katze an, die tatsächlich darauf hereinfiel und sich erschrocken in die Laubkrone eines frisch erblühten Lindenbaums rettete. Heute, so seine Hoffnung, würde sein Leben endlich wieder in jene erfreulichen Bahnen zurückkehren, die der liebe Gott oder wer auch immer sein Schicksal leitete, seit Anbeginn der Schöpfung für ihn vorgesehen hatte. 2 Jahre war er an der Front gewesen, 2 Jahre hatte er in Schlamm und Dreck gewühlt und kaum eine Nacht in einem richtigen Bett geschlafen, zusammengepfercht mit wildfremden Menschen in kalten, feuchten Unterständen oder übelriechenden Notquartieren, während der Tod ihm bedrohlich nah auf die Pelle gerückt war.
Seine halbe Kompanie war bei einem Giftgasangriff der Engländer verreckt und bei einem Sturmtrupp auf einen Hügel, auf dem es nichts als eine leerstehende Scheune zu erobern gegeben hatte, waren Dutzende seiner Kameraden vom französischen Granaten in Stücke gerissen worden. Und wenn er nachts keinen Schlaf fand, weil er die Erinnerung nicht loswerden konnte, starb sein Freund Leo Hengstenberg, mit dem er schon zur Schule gegangen war, wieder und wieder in seinen Armen, blutend wie ein abgestochenes Schwein. Nein, im Gegensatz zu den abertausenden Idioten, die immer noch wie im Sommer 1914 Hurra brüllend in ihr Verderben zogen, war er von diesem Wahn kuriert. Er war für dieses Leben nicht geschaffen. Doch zum Glück würde der Irrsinn für ihn jetzt ein Ende haben. Er selbst hatte es an diesem Vormittag in der Hand, vom Dienst an der Front befreit zu werden. Obwohl die in einer Stunde beginnende Konferenz im Kriegsministerium stattfand, trug er zivil. Er war heute nicht in seiner Eigenschaft als Oberleutnant des Kaiser-Alexander-Garde-Regiments Nummer 1 gefragt, sondern als Vertreter der familieneigenen Handels- und Kreditbank. Dank seines Talents, sich überall Freunde zu machen, sowie unter kluger Nutzung der Beziehungen, die seine Eltern bis in die höchsten Kreise von Wirtschaft, Politik und Militär unterhielten, war es ihm gelungen, eine Reihe höchst einflussreicher Herren an einem Tisch zu vereinen, die ihm hervorragend geeignet schienen, sein privates und berufliches Wohl in der von ihm erwünschten Weise zu befördern. Doch da er wusste, dass Tüchtigkeit allein niemals reicht, um ans Ziel zu gelangen, suchte er wie jeden Morgen den kleinen Blumenladen an der Ecke des Gendarmenmarkts auf, um eine Nelke zu kaufen, sein persönlicher Glücksbringer, den er sich täglich ans Revers steckte. Außerdem bedeutete in England, wo er vor dem Krieg bei der Londoner Baringsbank in die Lehre gegangen war, das Tragen einer Nelke im Knopfloch: Mein Herz ist frei. Und sein Herz war immer frei, auch wenn er drei Freundinnen gleichzeitig auf einmal hatte. Das war ein sehr, sehr schöner Anfang. Ich freue mich, dass die Nelke vorgekommen ist, von der hatten wir es ja gerade schon. Die Nelke, genau. Das war aus dem Bernstein-Amulett, weil der als gebrochener Mann da mit der Nelke sitzt, habe ich das dann natürlich aufgegriffen, weil ich nehme meine Figuren so ernst, als wären sie lebende Figuren. Das sind lebende Figuren für mich. Na, die sind so real wie meine Freunde und Bekannte und meine Familienangehörigen. Mhm. Na, und so haben mir also die uralten Mitglieder des Bernstein-Amuletts haben mir dann den Weg geebnet in den Traumpalast. Ja, was ich da gerade total mag, hat das gar nichts mit den 20ern zu tun, aber wie gut dieser Charakter gerade eingeführt wurde, wie man ihn direkt dann charakterlich einschätzen konnte, das ist super gut gelungen. Also, ich würde ganz kurz mal an die Zuschauenden abgeben, denn wir haben ja auch noch ganz viele Leute, die im Chat mitschreiben und sicherlich Fragen haben und wir müssen das Gewinnspiel noch auflösen. Deswegen würde ich kurz an Steffi übergeben. Ja, sehr gerne. Also ich kann schon mal spiegeln, dass wir sehr viele Fans von euch beiden bei uns im Chat haben. Und es sind sehr viele sehr glücklich, dass ich gegen Geld und für Leidenschaft entschieden wurde und dass die Elternzeit so produktiv genutzt wurde damals. Also vielen Dank dafür. Und was viele umtreibt, ist die Frage der Recherche. Also das ist ja ein Aushängeschild des Genres, dass es sehr auf realen Fakten basiert oder zumindest davon mindestens inspiriert ist. Also wie viel Zeit plant ihr für die Recherche ein? Wie lange dauert das bei euch? Das kann man ja gar nicht abgrenzen. Also ich weiß, dass das manche Autoren machen das so, die schreiben und dann so die halbe Woche wird geschrieben, die halbe Woche mache ich Recherche. Bei mir geht das immer fließend ineinander über. Es ist ja immer dann auch die Gefahr, dass man sich dann auch so ein bisschen drin verliert. Man muss dann unheimlich aufpassen. Und bei weitem findet man nicht alles im Internet. Das ist leider so. Also gerade wenn man weiter zurückgeht, also für das Buch Zwei Handvoll Leben, das Spiel fängt ja an 1913. Und da sind wirklich Stolpersteine in jedem zweiten Satz. Ja, wie weit war denn Berlin schon elektrifiziert? Wo gab es denn fließend Wasser? Dann habe ich reingeschrieben, habe ich geschrieben, das blaue Straßenschild. Prompt kriege ich eine Amazon-Kritik, die Berliner Straßenschilder sind weiß und nicht blau. Ja. Also das hat jetzt gar nicht so viel mit der Historie zu tun, aber die Leser, es gibt welche, die passen da ganz genau auf und man muss sehr genau sein. Und ich habe dann immer massenhaft wirklich Sachbücher aus der Zeit. Also man muss wirklich schon, man muss da schon sehr einsteigen. Und aber was auch, Entschuldigung. Eine Bekannte von mir, die auch in dem Genre schreibt, die hat Romane geschrieben,
die wurden praktisch, da wurde das Setting von einer Lektorin sich ausgedacht und dann wurde das ausgeschrieben. Und da haben ganz viele gesagt, was, das ist was Historisches? Nee, das mache ich nicht, weil da muss man ja recherchieren und das ist viel zu viel Arbeit. Also das ist für manche Autoren einfach zu viel. Es ist viel Arbeit. Das muss also ich finde das gar nicht so viel Arbeit, ehrlich gesagt. Ja. Und nein. Du weißt vielleicht viel mehr. Nee, das ist also anders, weil natürlich müssen die, also wenn ich solchen Fragen nachgehe wie im Traumpalast, wie kann es sein, dass die Menschen damals sich Hitler zugewandt haben? Ne? Dann muss das natürlich historisch alles einwandfrei sein. Aber ich finde, die Fakten kommen eigentlich fast alleine zu einem, wenn man weiß, was man erzählen will. Also wenn ich meine Figuren wirklich klar vor Augen habe, dann muss ich natürlich gucken, ne, sowas wie mit den Straßenschildern und sowas. Aber das, wenn ich weiß, wonach ich frage, finde ich die Antworten relativ schnell. Im Internet? Nicht im Internet, ich finde die überall. Und vor allem bei meinem Roman, ich werde immer begleitet, jetzt seit 3 Romanen, von Professor Hürter. Das ist einer der besten Kenner des frühen 20. Jahrhunderts. Mhm. Der ist der Leiter des Instituts für Zeitgeschichte in München. Jemand brauche ich auch. Na, und der begleitet vom ersten Konzeptentwurf bis zum fertigen Manuskript alles. Mhm. Da liest er jede Zeile. Und so, also wenn mir da irgendwas unterläuft, dann achtet der schon darauf, dass das dann korrigiert wird. Aber es ist für mich was geradezu Magisches, dass wenn ich weiß, wie ich was erzählen will, dann kommen die Informationen. Aber ich muss natürlich die Sensibilität haben. Wo ist was? Eine Szene, dieser Tino ist in Alodri, als er das erste Mal dann anschließend der Rahel begegnet. Da will er Bella Figura machen und springt in sein Cabrio mit einer Flanke rein und fährt los. Und da habe ich gedacht, oh Moment. Na, kann der denn da losfahren? Ne? Damals hat man noch angekurbelt. Ne? Und damit kann man natürlich nicht Bella Figura machen, ne? Wenn man mit dem Auto erstmal da kurbelt. Und dann habe ich aber recherchiert und das geht dann schnell. Da habe ich einfach geguckt, Anlasser. Ne? Und wo finde ich Anlasser? Und Anlasser gab es tatsächlich ein Audi Cabriolet 1917, das schon einen elektrischen Anlasser hatte. Ich muss die Sensibilität haben, wo können die Fallstricke sein? Ich kann unmöglich alles das wissen, was ich brauche. Aber es ist natürlich absolut wichtig, dass die Zeitumstände und die historischen Einbindungen und die gesellschaftlichen Ereignisse und Zustände sauber dargestellt sind, weil sonst ist die ganze Fragestellung ist ja völlig idiotisch, wenn ich mich frage, wie sind die Menschen dazu gekommen, einem Barbaren wie Hitler zu folgen, wenn ich ihre Zeitumstände, in denen sie ja geprägt sind und in denen sie sich selbst entfalten und entwickeln, ich nicht sauber auf der Reihe habe. Und dass die historischen Romane allgemein für Recherche berühmt sind, das will ich mal schwer in Frage stellen. Also da gibt es nun sehr, sehr viele Romane. Also da merkt man, es ist im Mittelalter, weil es kein fließendes Wasser und keine elektrische Straßenbahn gibt. Ne? Also da ist leider auch wirklich vieles kaputt gemacht worden in Deutschland. Und wir haben eine großartige Tradition von historischen Romanen, Heinrich Mann, Leon Feuchtwanger und so weiter, die wirklich Großartiges geleistet haben. Und da hat eine Kannibalisierung stattgefunden, die dem ganzen Genre sehr stark auch gestartet hat, weil eben doch manche Autoren, so wie du es gesagt hast, auch nee, das Recherchieren ist mir zu umständlich, na, dann wird dann lustig drauf losfantasiert und bewegen uns nicht im Mittelalter oder in der Renaissance, sondern in Phantasialand oder in Disney World. Ja, und das ist schade drum. Aber sehr schön, dass es ja dann bei euch, also mit sehr, sehr viel Arbeit und einigen kleinen Schicksalshelfern sozusagen so gut klappt. Ja, man hat natürlich die Lektoren, aber die können auch nicht jeder Sache nochmal nachgehen. Ja. Ja, also vieles muss man schon selbst machen. Aber wir sind noch nicht so weit wie Ken Follett, der hat, glaube ich, ganzen Stab. Aber das habe ich in Tübingen von alleine, weil Tübingen ist die Stadt mit der größten Klugscheißerdichte pro Quadratmeter in Deutschland. Und ich bin mit der ganzen Professorenwelt in Tübingen bin ich befreundet und vernetzt. Und ich habe für jede Frage 5 Antworten. Na, also das ist, da ist Tübingen wirklich die Insel der Seligen. Vielleicht vernetze ich mich dann jetzt mal mit dir. Das reicht nicht alleine. Also da brauchst du ein paar andere, viel klügere Menschen als mich. Schon gelohnt, euch beide jetzt zu vernetzen. Leider sind wir schon am Ende der Zeit. Ich könnte noch Stunden weiterreden, weil ich sehr, sehr viel gelernt habe. Gefühlt mehr als im Geschichtsunterricht heute. Wir müssen aber noch ganz schön das Gewinnspiel auslosen. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr gerne sogar. Also die richtige Antwort auf die Frage ist, wer denn das Tagebuch von seiner Großmutter mit hat einfließen lassen in die Recherche, und da sind wir wieder beim Thema, war natürlich Katharina. Das hat sie uns erzählt. Und gewusst haben das sehr viele, aber gewonnen hat Ishtua einmal, dann Ramona 1984 RL und Nenia. Herzlichen Glückwunsch, ihr drei. Ja, herzlichen Glückwunsch und vielen, vielen Dank an euch für die interessanten Einblicke. Ich habe wirklich unfassbar viel gelernt und wünschte, ich könnte noch weiter zuhören. Aber danke, dass ihr da wart. Danke an euch, dass ihr so zugehört habt und Fragen gestellt habt. Vielleicht sieht man sich ja nochmal auf irgendeiner Lesung.
zum Beitrag. Ja, sehr gerne. Schön. Hat Spaß gemacht. Ja, das freut mich. Dann noch einen wunderschönen Abend und gleich geht's weiter. Hello to all my fans at Tolino Story Days. My name is Cecilia Hearn and I'm very excited to share my new novel, Summer Sprossen. It's about a character named Allegra Bird, whose nickname is Freckles. And she hears the expression, you are the average of the five people you spend the most time with. She instantly starts examining the five people in her life and what their characters say about who she is. But she realizes that she chooses a very specific set of five people, then she can shape her own character. It's a novel about identity, about connection, about loneliness, and about being comfortable in your own skin. And I really hope that you enjoy it.